In diesem wunderbaren Koffer habe ich die Steamboatstinger Special Edition. Und zwar mit der Seriennummer 1. Das hier ist ein Komplettset mit allem, was es so gibt. Einer Premium Metallstinger mit Spezialmagazin. Mit einem Messer, das man montieren kann. Spielt einfach alle Stücke. Es gibt 350 Stück. Ich habe hier die Nummer 1. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, denn dieses Magazin ist schon ein bisschen anders als die Standardmagazine, Made in Austria, Vollmetall. Und wenn dir das irgendwie interessiert, bleib dran! Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hab was ganz Schönes mit dabei. Freue mich irrsinnig, dass ich wieder mal ein Video machen kann. Du hörst das noch an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen kränklich, aber das wird schon. Diese Special Edition wird ausgeliefert, ja, mit einem Pro-Bogen und einem Standardbogen. Alles fix fertig montiert. Ja. Das bedeutet, du kannst das, kriegst es genauso. Seriennummer ist direkt am Magazin eingefräst. Und du nimmst das Teil raus. Metallteil, Rändelschraube. Die Rändelschraube ist hier mit einer Beilagscheibe und hier unten mit einem kleinen, ja, Knubbel versehen, dass also das ganze Teil nicht wegfällt. Dann kannst du ganz nach vorklappen, das kennen wir natürlich schon. Und wir nehmen jetzt den Standard. Nein, ich will nicht den Pro-Wurf haben, ich nehme den Standardwurf an. Dann setzt du das ganze Teil hier ein. Kennst du natürlich auch schon. Ja? Jetzt ist es nach oben, dann das Magazin drückt es nach unten und dann schraube ich wieder an. Ja, ja, und dann ist das Teil einsatzbereit. Der Unterteil, der ist standardmäßig. Es fällt mir nur auf, dass diese Spannkrallen, ja, die dazu da sind, den Bogen zu spannen, auch schwarz eloxiert sind. Ich hoffe, dass man das eloxiert nennt. Ansonsten ist alles gleich am Unterteil. Der Oberteil hat schon ein paar andere Funktionalitäten. Erstens, es gibt hier diesen kleinen Hebel, damit macht sich das Magazin automatisch auf. Es gibt dann auch hier einen kleinen Bereich, dass man den Speedloader besser nutzen kann, dazu komme ich aber noch. Und dadurch, weil das eben ein anderer Öffnenmechanismus ist, hast du hier auch eine richtige Kimme. Es gibt ja immer wieder bei der Standard-Stinger die Anmerkungen, naja, dieses Kimme-Korn-System, das ist nicht ganz so genau. Das stimmt, das ist bei der Standardversion so. Bei dem hier hast du wirklich Kimme und Korn. Das ist für viele sehr, sehr wichtig. Verstehe ich auch, ist auch absolut okay. Das ist hier gegeben. Das taugt man mal auf jeden Fall. Dann. Das Ganze ist Metall. Ja. Es ist im Lieferumfang auch das Steamboat-Messer mit dabei. Auch hier beim Steamboat Messer ist die Seriennummer drauf. Das bedeutet, du hast hier dann, das Steamboat Messer wird es auch noch einzeln geben, aber nicht eben in dieser Edition hier. Auch das ist machbar. Das heißt, du hast hier einerseits, ja, zwei Scheiden gleich mit dabei. Eine Scheide kannst du dazu benutzen, um das Ganze am Gürtel zu montieren. Und die andere Scheide ist dazu da, um das, wenn du es willst, zum Beispiel hier seitlich zu montieren. Ja, kannst du machen. Sind zwei Teile mit dabei. Finde ich, ist sehr, sehr nett gemacht. Dann hast du gleich auch einen Pfeilköcher. Bei dem Pfeilköcher ist jetzt hier auch wieder dieser Clip montiert, um es zum Beispiel auf einen Mollestreifen oder am Gürtel zu montieren. Und du kannst natürlich auch hergehen, wenn du das runterschraubst, es gibt einen Adapter, dann kannst du das ganze Teil auch hier zum Beispiel montieren und hast es dann auf der Seite, so wie du es brauchst. Auch das ist im Lieferumfang mit dabei. Dann hier natürlich unterschiedlichste Materialien, die man zur Montage eben braucht, für den Clip bzw. eben für die Montage des Messers bzw. des Pfeilhalters an der Seite. Und es sind auch noch zwei Griffstücke mit dabei für das Messer, wenn du das wechseln möchtest. Jetzt kommt natürlich etwas, was man total taugt. Und zwar jetzt nicht unbedingt die Broadheads, man geht natürlich alles andere auch, es gehen die Botkins, es gehen auch Übungspfeile, das ist egal, aber etwas, das ich ja schon gesehen habe bei Steamboat und das mir irrsinnig getaugt. Das heißt, du führst jetzt hier den Speedloader ein und normalerweise greift man mit der Hand hierher und mit dem Finger, dass man das zum Rausziehen sozusagen, man ist ein bisschen fummelig, es funktioniert mit Übung, aber es geht besser nämlich mit dieser
Spezialversion hier sozusagen, die es auch nur in der Limited Edition hier jetzt gibt. Ja? Also es ist kein Zubehör, den du dazu kaufen kannst für die Standardsdinger. Tut mir ganz einfach leid. Also du drückst diesen Button hier, hältst du einfach und dann ziehst du an und die Pfeile sind genau an der Position. Dann auslassen, zumachen und da kann es schon losgehen. Und das ist halt schon eine Welt, ja. Das ist, wenn du wirklich Speedshooting machst, zum Beispiel beim IPSC oder wann auch immer du der Meinung bist, dass schnelle Schussfolge notwendig ist, ist das auf jeden Fall noch ein sehr, sehr netter Vorteil. Im Lieferumfang ist auch eine Taschenlampe mit Clip mit dabei, also mit Gürtelclip. Es passt auch, jetzt mache ich billige Eigenwerbung, auch unsere Universalhalterung drauf. Das heißt, du kannst die passt da auch wunderbar drauf. Und das hat dann natürlich auch den Vorteil, dass du die Taschenlampe, reine Rossmann-Design sozusagen, billige Eigenwerbung kriegst du natürlich auch bei uns im Shop, die Taschenlampe hier jetzt mit dazu passt. Und dann hast du das hier an der Stelle, hast dann deine Taschenlampe, beziehungsweise es gibt auch Wachscontainer oder sonstiges. Aber passt auch auf diese Limited Edition, musst du aber nicht unbedingt machen. Kannst doch sagen, okay, nimm den Standard. Und gut ist. Jetzt wollen wir uns einmal das Schussverhalten anschauen. Ich bin hier auf Val-du-Lapadé. Es kommt hier links und rechts niemand. Ich bin hier ganz allein. Ich darf das hier. Es ist rundherum nichts. Also mach dir bitte keine Sorgen, weil auch da immer wieder bei meinen Videos das Feedback kommt. Ja, da muss man aufpassen. Aber die Passanten, die man da leider schießt, es ist eh nichts. Ja? Es ist nichts hier. Ja? Also auch dieses Speedloaden, ja, das funktioniert hier ganz einwandfrei. Ich bin jetzt auf die Präzision gespannt. Also muss schon zugeben, dass das mit der Kimme und Korn schon ein bisschen cooler ist, aber fürs schnelle, intuitive Schießen macht es jetzt wahrscheinlich nicht den großen Unterschied, aber egal. Schießt sich super. Schießt sich total super. Da gibt es überhaupt nichts. Da gibt es überhaupt nichts zum Simpern. Auch das hier, also besonders mit dem 55 Pfund Wurfarm, das ist großartig. Eine haben wir noch mit den Broadheads. Ja, jetzt ist leer. Ist sehr, 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 sehr nett gemacht. Was mir jetzt auch auffällt, ist, dass auch die Feder hier schwarz eloxid ist. Da gibt es ja auch welche, die so goldfarben sind. Also das ist alles wirklich, ja, Special Edition. Und was mir halt total taugt, unabhängig davon, sie haben jetzt ein neues Emblem bei Steamboy entwickelt. Wird jetzt vielleicht auch auf andere Produkte kommen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber was mal total taugt, und da mag ich mich recht herzlich dafür bedanken. Und jetzt muss ich sagen, das ist jetzt billige Eigenwerbung, weil die haben mir die 001 haben sie mir geschenkt. Also muss ich dieses Video hier, und das möchte ich gleich hinzufügen, da steht es ja auch oben, als Werbevideo. Ich muss das als wirkliches totales Werbevideo platzieren. Wobei, wenn mir sowieso immer billige Eigenwerbung ist, weil du kannst das Teil natürlich, also nicht nur das, sondern du kannst die Special Edition natürlich auch bei mir im Shop kaufen, gebe ich da unten den Link. Pass auf, es gibt wirklich nur limitierte Stückzahl. Also das ist fix kein Spaß. Wollen wir jetzt noch einmal testen, ob durch diese Spezialfunktionalität das Laden wirklich so viel schneller geht. Ich habe jetzt hier den Speedloader, ja, aufmachen, Speedloader aus dem Pfeilköcher rausnehmen, reinbringen, hier festhalten, anziehen, fallen lassen, zumachen und schießen. Ja, ein bisschen schneller war es schon, oder? Ja, schau. Natürlich, wenn du dir den Preis anschaust, wirst du für diese Special Edition mit Koffer und genauso wie du es jetzt gesehen hast, gibst du einfach wirklich einiges an Geld aus. Ist halt limitiert, ist halt genauso. Und ob dieser Vorteil wirklich das Geld wert ist, musst du für dich selbst entscheiden. Der Punkt ist halt für mich, es geht so auch. Natürlich geht das. Aber es ist halt da noch einmal besser gemacht. Ein normales Stinger, ein Standard-Stinger schießt genauso gut. Da haben wir jetzt nicht mehr Präzision, mehr Kraft oder sonst irgendetwas, sondern es ist einfach nur noch einmal eine Special Edition raus. Und weil es, und das muss ich auch hinzufügen, es gibt immer wieder Kunden, die sagen, oh, ich bin traurig, dass es die Metall-Stinger nicht mehr gibt. Gell? Das Polymer ist eh schön, aber die Metall-Stinger, sie wollen halt etwas Schwereres haben. Das Teil ist schwerer, deutlich schwerer, aber jetzt nicht massiv schwerer als eine Standard-Stinger 2 Tactical, weil ja eben nur das Magazin eben Metall ist. Der Unterteil ist ja
noch immer der Unterteil der klassischen Stinger, außer eben das hier. Und ich glaube auch, dass das Logo ein bisschen anders ausschaut. Kommt mir das irgendwie dunkler vor? Ich weiß es nicht. Aber das ist es im Endeffekt, ja. Aber sonst hat sich am System ja nicht viel geändert. Also es ist doch etwas schwerer. Musstest du für dich selbst entscheiden, ob dir das wichtig ist. Mir taugt es auf jeden Fall Special Edition mit diesen kleinen netten Features. Ich werde auch das Messer noch testen. Das kommt aber in einem anderen Video. Das werde ich noch ausprobieren. Das Messer wird es auch einzeln zu kaufen geben, also keine Sorge. Ja, das war's jetzt. Danke, liebe Steambo-Leute, dass ich die Nummer 1 geschenkt bekommen habe. Das freut mich irrsinnig sehr. Danke dafür. Und wenn du so ein Teil erwerben willst, gebe ich dir natürlich auch den Link in meinen Shop. Dort kannst du das Ganze erwerben, wenn du magst und sowas und überhaupt. Und ja, ich würde sagen, das war's. Dein René Rossmann und ciao, ciao.